Kann ich auch privat ohne Priester im Gebet mit Gott beichten? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist das erste Wort Jesu in der Öffentlichkeit. Also umkehren, das ist eine Umkehr des Herzens. Das ist von jedem von uns jeden Tag gefordert. Deshalb ist es gut, auch sein Gewissen zu erforschen. Ich tue das meistens abends. Lass den Tag ein wenig vorbeilaufen an mir und bitte dann auch Gott um Verzeihung, was nicht gut ist. Das ist in dem Sinne keine Beichte, sondern ich bitte halt eben Gott um Verzeihung für das, was nicht gut war. Und das sollte man auch im persönlichen Gebet tun. Die Beichte geht darüber hinaus. Man spricht sich buchstäblich das laut auch von der Seele, was nicht gut war. Und man hört spürbar, ich spreche dich los. Die Befreiung von all dem, was nicht gut war. Das eine widerspricht nicht dem anderen. Häufig sollten wir umkehren, neu anfangen und immer wieder auch im Bußsakrament buchstäblich uns alles von der Seele reden und uns die Versöhnung Gottes zusagen lassen. Dann sind wir auf einem guten Weg.